Am 1. August 1664 fand während des vierten österreichischen Türkenkriegs die Schlacht bei Mogersdorf zwischen einem christlich-kaiserlichen und einem osmanischen Heer statt. Mehrere Gedenkorte erinnern an dieses Ereignis. Einer dieser Orte ist der sogenannte Türkenfriedhof mit dem Denkmal Weißes Kreuz. 1839 ließ der Prior des Klosters St. Gotthard, heute Szent Gotthard in Ungarn, zwei große Hügel in der Nähe abgraben. Dabei kamen unzählige menschliche Gebeine der Gefallenen der Schlacht zutage. Der Prior ließ die Gebeine in einem Massengrab an der Straße nach Jennersdorf beisetzen und 1840 das Weiße Kreuz mit einer Christusfigur errichten. Die Inschriften auf Deutsch, Latein, Ungarisch und Französisch erinnern allerdings nur an die Gefallenen des kaiserlich-christlichen Heeres. Erst im Mai 1984 wurde mit der Aufstellung des Friedenssteins auf dem Türkenfriedhof auch der Gefallenen des osmanischen Heeres gedacht. 300 Meter östlich vom Weißen Kreuz befinden sich zwei weitere Gedenkorte. Das 2015 vom türkischen Staat aus Anlass des 350. Jahrestags der Schlacht errichtete Denkmal für die Gefallenen des osmanischen Heeres. Etwas zurückgesetzt steht mit der um 1670 errichteten Annakapelle das älteste Denkmal an die Schlacht bei Mogersdorf. Die kleine Kapelle wurde zum Gedächtnis an die christlichen Gefallenen errichtet. Im schlichten Innenraum gibt es nur einen steinernen Altartisch und das Altarbild der heiligen Mutter Anna mit dem Kind Maria. Auf dem Schlüsselberg unweit von Mogersdorf befindet sich mit dem sogenannten Türkenkreuz die Gedächtnisstätte der Schlacht. Hier hatten die kaiserlich-christlichen Truppen Aufstellung genommen und deren Befehlshaber General Raimondo Graf di Montecuculi befehligte von dieser Stelle sein 25.000 Mann starkes Heer gegen die doppelt so starken Osmanen unter dem Großvizier Ahmed Köprüdü. Das 15 Meter hohe Betonkreuz, das dem einstigen Schlachtfeld zugewandt ist, wurde 1964 zur 300-Jahr-Feier der Schlacht bei Mogersdorf errichtet und eingeweiht. Neben dem Kreuz steht die Schlüsselkapelle, die ebenfalls 1964 anstelle der 1945 zerstörten St. Mörtel-Kapelle erbaut wurde. Wie auf diesem alten Kupferstich veranschaulicht ein großes steinernes Tischrelief vor Kreuz und Kapelle mit Blick aufs Schlachtfeld die Aufstellung der Truppen. Trotz deutlicher zahlenmäßiger Unterlegenheit konnten Montecuculis Truppen den Übergang der heranrückenden Osmanen aus Ungarn über die Raab abwehren. Die Verluste des osmanischen Heeres werden mit ca. 12.000 Mann angegeben. Die kaiserlichen verloren ca. 1.000 Mann. Im Umfeld des Großen Kreuzes befinden sich ein alter Kreuzstadel und das Restaurant Kreuzstadel. Daneben gibt es in einem 200 Jahre alten Tabak-Trockenstadel ein kleines Museum zur Schlacht bei Mogersdorf.
Gogersdorf ist auch Ausgangspunkt des sogenannten Friedenswegs. Dieser führt bei Deutsch-Minihof zu einem weiteren Gedenkort, allerdings einem aus der jüngeren Vergangenheit. 1945 verlief hier die auch als Südostwall bezeichnete hart umkämpfte Reichsschutzstellung der deutschen Wehrmacht. Der Bunker ist ein Zeuge dieser Ereignisse.